Ja, hallo, ich bin die Marianne Ment. Das ist Media Groove und ich sitze auf dem roten Stuhl. Da sitzt man gut. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Media Groove, auf dem roten Stuhl heute aus Wien mit einer ganz, ganz großen Frau der österreichischen Musikszene. Ich freue mich, dass es geklappt hat, sehr wunderbar. Hallo und herzlich willkommen, Marianne Ment. Danke für die Einladung. Gerne. 50 Jahre Bühnenjubiläum. Mhm. Wir schreiben das Jahr 2014. Unfassbar lange Zeit. Ich kenne das selber als Musiker, wenn man beginnt, dann ist das so dieses unbändige Feuer auf die Bühne, egal ob es Geld gibt oder nicht. Mhm. Dieses Feeling, auf der Bühne zu stehen, wenn du es mit den Beginnzeiten vergleichst und mit jetzt, hat sich das verändert? Hat sich's verändert? Naja, eigentlich hoffe ich, dass ich besser geworden bin. Weil die Unverfrorenheit, die ich mit 18 hatte, und da war es ja damals so weit, wo ich als Berufssängerin oder Musikerin das Okay meiner Mutter bekommen habe. Ich wollte eigentlich schon viel früher singen und spielen, aber da hat mich meine Mutter noch nicht ziehen lassen, also dass ich auf Achse gehe. Und dann mit 18 habe ich gesagt, Mama, jetzt ist es soweit, also jetzt, du hast es mir versprochen und so war es dann auch. Und dann bin ich gleich in eine Band eingestiegen und gleich nach Stockholm rauf als Bandsängerin mit dem Bill Grah. Ich weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist, ein wunderbarer Vibraphonist und Pianist und wie gesagt, gleich nach Stockholm und ab dem Zeitpunkt war es klar, dass ich das sowieso mein Leben lang machen werde. Okay. Das heißt, so das war wahrscheinlich mit den Eltern auch kein leichter Prozess, kennt man ja. Ich meine, es war ganz klar, dass ich immer mit Musik was zu tun haben werde. Das hat sich schon mit 3-4 Jahren herauskristallisiert. Und ich habe ja 6 Jahre Klavier gelernt und ich war am Konservatorium der Stadt Wien im Kinderchor. Und ich habe klassischen Gesang studiert. Aber so weg von zu Hause, so richtig so, dass die Mama weint und der Papa, also das war nicht der Fall. Aber dann mit 18 war es soweit. Und deshalb die 50 Jahre. Ja, und das habe ich jetzt gerade gelesen, das fand ich großartig. Du hast ja als Bassistin und Sängerin begonnen. Finde ich cool. Naja, nicht begonnen. Nein, ich war Sängerin und habe dann wieder 1-2 Jahre später in einer Band gesungen und Klavier gespielt. Mhm. Aber nicht, also wir einen Pianisten haben wir schon gehabt, aber wir haben immer so gechanged. Und der Gitarre gespielt hat, habe ich Klavier gespielt. Also. Und dann ist der Bassist ausgestiegen und da haben sie gesagt, also ich soll mir schnellstens den E-Bass erlernen. Das habe ich autodidakt gemacht und habe halt, 4 Jahre habe ich E-Bass gespielt in der Band. Ja, super. Vor allem am Bass ist ja eher doch eine Seltenheit. Ja, das war auch damals eine Sensation. Ich war aber nicht sehr gut. Also das heißt, ich war schon gut, weil ich das Feeling habe und Timing und Phrasing. Ja. Aber halt nicht diese, also was ich zum Beispiel jetzt mit meinem Musiker habe, also dieses kongeniale Spielen, das war nicht. Aber es war gerade richtig für diese Art von Musik, die wir gemacht haben. Genau, das wollte ich ansprechen, das ist ja auch ganz interessant. Also du hast ja wirklich sozusagen von der Pike auf begonnen, diese beinharten Musikerjobs mit jedem Tag spielen, 7 Stunden und so, war praktisch mehr Tanzmusik damals. Es war Tanzmusik, also wir haben die Charts, damals hat es Hitparaden geheißen, haben wir uns einstudieren müssen, weil das ja die Leute hören wollten und dann haben wir auch zum Beispiel in Werzer, in Pörtschach, das war der einzige österreichische Gig, weil sonst war ich viel in amerikanischen Clubs und in deutschen Dancings und ebenso Stockholm und Frankreich und was weiß ich, wo wir überall gespielt haben. Aber beim Werzer mussten wir auch Konzertmusik spielen. Also da war so richtig so Paul Linke oder Robert Stolz. Dann haben wir auch, da waren Tanzturniere, so zweimal in der Saison. Mit Live-Musik? Die haben wir begleiten müssen mit dem Metronom, dass wir nur ja nicht zu schnell oder zu langsam sind. Beim Tango oder beim Walzer, ne, damit das alles stimmt. Ja, das habe ich gemacht. Ich stelle mir vor, das war ein beinharter Job. Ne? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich eben 19, 20 Jahre alt war und Freude gehabt habe mit dem, was ich am liebsten tue, mein Geld auch noch verdienen. Mhm.
Und das war für mich, natürlich war es also bei 5 Uhr Tee und dann am Abend bis 2 Uhr früh. Also das, und das von Mai bis September, ohne freien Tag. Ja. Hallo. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber ich habe das trotzdem toll gefunden, weil wir sind nachher in den Wörthersee gesprungen oder waren den ganzen Tag im Bad und so. Ja. Und wenn du um 2 Uhr aufhörst, heißt das ja noch lange nicht, dass du schlafen ins gehst. Bett, ne? Aber natürlich nicht. Da sind wir mit dem Motorboot von irgendeinem Millionär dann nach Velden gefahren. Dann haben wir dort in der Schlossbar, da haben wir noch den Musikern zugehört und ja, also Heiz gehabt. Solche Engagements, das ist interessant. Nein, die gab es früher mehr, so, wo man wirklich so auf Saison quasi als Musiker unterwegs war. Das ist ja heute eher unüblich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass es noch Live-Musik gibt in irgendwelchen Saisonbetrieben. Aber damals war das so ein richtiger Geschäftszweig. Also, ja, natürlich. Ne? Da hat es keine Diskotheken gegeben. Ja. Oder ganz, ganz spärlich. Und da ist ja auch nicht das Gros der Urlauber oder auch der, sage ich jetzt, wenn man in Städten wie von Hamburg bis, ich weiß es nicht wo, gespielt haben, dann sind die nicht in Diskotheken gegangen, die wollten Live-Musik hören. Mhm. Also das war eigentlich ganz wichtig. Das hat sich schon verändert, ne, mittlerweile. Ja, leider eigentlich. Mhm. Dann kam wahrscheinlich für dich, Gott sei Dank, weil ich stelle mir vor, so eine Tanzmusik-Sache, die hält man ja nicht lebenslang durch, weil das ist ja schon ein energiezehrender Job, dann kam Gott sei Dank eher die konzertante Schiene. Ne? Naja, es war aber so, dass ich, da war ich 23 und da bin ich aus der Band ausgestiegen, weil wir einander so lange, also weil sie von in der Früh bis auf die Nacht gesehen haben und da sind wir uns ein bisschen auf die Nerven gegangen. Das ist so, auch in einer guten Ehe, irgendwann einmal kracht es. Und da bin ich kurz nach Wien und wollte eigentlich eine eigene Band gründen, so nach so 2-3 Monaten und wieder auf Achse gehen. Aber dann hat es sich anders ergeben. Genau, dann kam Gerhard Bronner. Ne? Genau so genau. Ist es. Ja. Da war ich eben in der Fledermausbar und habe dort gesungen, so meine Standards. Und ja, und der Gerhard, willst du das hören, wie das entstanden ist? Das kann ich dir schon erzählen. Ja, also ich kenne es sehr gut, weil auf das wollte ich auch hinaus, wie es dir damit geht mit dieser Geschichte, weil ich habe mir sehr viele Interviews jetzt natürlich im Vorfeld angeschaut und natürlich immer wieder kommt jedes Interview, mündet letztendlich bei der Glocken dann. Ist das manchmal auch anstrengend oder nervig? Überhaupt nicht. Es gibt ja viele, die irgendwann dann immer mit einem Ding verbunden sind. Ja, nicht, also wenn natürlich Leute glauben, dass ich außer der Glocken nichts gemacht habe mehr in meinem Leben, dann müsste man sich schon ausrechnen, dass es ein bisschen mickrig wäre, weil das war 1970, hallo, und wir haben 2014. Ja. Also da ist schon ein bisschen was dazwischen passiert. Aber natürlich identifiziere ich mich damit. Naja, das ist ja nichts Schlimmes. Hat ja auch sozusagen die ganze Karriere geebnet. Erstens haben wir die Karriere, zweitens wirklich einen Stein losgetreten, dass dann plötzlich im gesamtdeutschsprachigen Raum die Dialektwelle losgegangen ist. Mhm. Also von Hamburg bis Köln und Zürich und München, überall gab es dann Interpreten, die in ihrer eigenen Dialektsprache Musik gemacht haben. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, weil das wird so betont, dass das praktisch damals, dass du der Auslöser warst, war das bis zu dem Zeitpunkt nicht denkbar oder hat das einfach keiner gemacht? Oder war ich glaube, es verpönt, hat keiner gemacht. Oder? Nein, es hat ja, naja gut, also Wiener Lieder hat es ja immer gegeben, also Dialekt oder im gesamtdeutschsprachigen Raum oder auch in anderen Sprachen. Nur nicht in Verbindung mit Popularmusik. Aber nicht mit Popularmusik und das war ein Zufall, weil wir haben, das heißt, der Gerhard Bronner hat eben dieses Musical Herr auf Wienerisch in seiner Sendung gehabt, in seiner Kabarett-Sendung. Und da haben sie das Original arrangiert, damals vom Johannes Fehring, also von der großen Band, und haben eben gemeint, jetzt können sie keine Kabarettistin nehmen, weil die kann das nicht da singen. Mhm. Und der Gerhard hat zu mir gesagt, ob ich mir das zutraue, Wienerisch zu singen, nämlich Aquarius, der Wasserkopf, und Let the Sunshine In, macht's die Fenster auf. Mhm. Und das habe ich in der Sendung gesungen und da ist erst die Idee entstanden. Das war so ein Riesenerfolg und da ist die Idee entstanden, jetzt, das könnte man eigentlich weitermachen. Es hat also gar kein Konzept in dem Sinn, sondern es ist quasi passiert. Ja, ne? Es ist passiert und man hat gemerkt, wie toll das geht mit dem Dialekt und mit der Musik, wie musikalisch es ist, wie man viel besser emphrasieren kann
Und den Leuten hat es gefallen. Mhm. Und somit kamen dann die Glocken. Ja, ist ein interessantes Phänomen, weil das Deutsch zu singen oder dann noch speziell im wienerischen Dialekt ist eine ganz andere Hausnummer, wie wenn man englische Texte singt, wo man sich dann doch immer ein bisschen ausflüchten kann in die Yeahs und so. Ne? Na, beim wienerischen eben nicht, weil du hast ja die genau, Endungen. Genau, das meine ich, das ist ein Riesenunterschied. Ne? Weil das enden ja fast alle, also nicht fast alle, aber viele Worte enden ja mit einem Vokal. Ja. Also so, also du sagst nicht Icht und Ficht und weißt also das Hochdeutsche, sondern I und Du und Ni. Also das ist viel weicher und viel, viel angenehmer. Ja, es ist einfach besser. Es liegt ja manchen nicht, ne? Manchen liegt eher das Englische. So das ja, Englisch ist schon eine gute Sprache zum Singen. Also ja. Das liebe ich nach wie vor. Aber Wienerisch ist natürlich auch. Und vor allem ist meine Muttersprache. Ja. Das ist natürlich großartig. Gab es in den 50 Jahren einmal so einen Moment, wo du dieses Feuer, das man so braucht für die Bühne, irgendwie, wo du in der Gefahr warst, das zu verlieren, weil Tourleben anstrengend ist oder irgendwas? Nein. Nie. Also das war eigentlich für mich seit meinem 6. Lebensjahr klar, ich werde Sängerin. Ich werde das alles machen. Und das war so eindeutig, dass auch wenn meine Mutter gesagt hat, also erst bist du, wenn du 18 bist, darfst du eben wegfahren. Aber es war ganz klar, das mache ich, das ist mein Leben. Und dadurch habe ich auch nie ein Burnout oder ein irgendwie oder ein Nervenzusammenbruch oder was eh so ähnlich ist, gehabt. Ich habe mich immer gefreut, dass ich mit dem meine Existenz aufbauen konnte. Das ist ja ein Glück, das ist ja unglaublich. Das ist ein Privileg. Ne? Ja, eigentlich ja, ein Geschenk von wem auch immer. Aber trotzdem gibt es viele, die dann das Feuer so ein bisschen zwischendurch immer mal verlieren, auch aufgrund diverser Umstände. Vielleicht ist es bei mir so, weil ich auch sehr vielfältig bin. Und das, ob es jetzt Schauspiel ist, ob es Musical ist, ob es am Theater ist, ob es Fernsehen ist. Aber natürlich ist die Musik für mich das Wesentliche. Also ich bin eine Musikerin. Mhm. Im Bauch und im Herzen. Mhm. Wie geht es dir dann bei der Schauspielerei so, wenn du, ist es dann eher dann sowas, wo du dich dann wieder auf die Musik freust, wenn es vorbei ist? Ich finde Art 1, das Schauspiel, was mit Musik zu tun hat. Also das habe ich von Anfang an empfunden. Dass, man hat mir immer so einen natürlichen Ton nachgesagt, also in der Schauspielerei und dass ich das also angeblich recht gut mache. In der Sprache jetzt. Ja, aber es ist auch das Abnehmen, den Ton im Dialog, es abzunehmen, ist Musik. Wenn der einer nicht zuhört auf der Bühne, also beim Dialog, dann merkst du das auch, also wenn der nicht involviert ist. Und ich finde das immer, also Schauspiel hat was mit Musik zu tun. Und ich glaube, je musikalischer ein Schauspieler ist, desto besser ist er. Mhm. Du hast das ja gelernt, also du kommst ja eigentlich ursprünglich vom Musical, ne? Nein. Stimmt das? Nein. Also ich habe im Klavier gelernt als Kind, dann war ich am Konservatorium, da habe ich klassischen Gesang gelernt, aber nur deshalb, weil es auch nichts anderes gab. Das muss man jetzt dann noch 10 Jahre dazu rechnen fast, da gab es nur klassischen Gesang. Du hast kein Musical, geschweige denn Jazz-Konservatorium. Okay, also diese Ausprägungen in den Das war nur in der Klassik. Mhm. Und da habe ich halt durch müssen, aber es hat mich nie interessiert. Nun muss ich dazu sagen, dass mir das dann später sehr zugute gekommen ist, weil die ganze Technik, die du in der Klassik lernst, die ist natürlich unbezahlbar. Mhm. Da kann ich schon machen und habe vorher weißt du, richtig stützen, alles, Zwerchfell, Atem, also alles, das was ich alles gebraucht habe, um da durchzukommen. Ne? Und angeblich ist meine Stimme nach wie vor ganz gut. Ich wollte gerade sagen, um sich auch die Stimme durch falsche Technik nicht auch irgendwann kaputt zu machen. Genau, ne? Genau so ist es. Das passiert ja oft. Ja, ne? Und ich habe sehr gute Lehrer, also Professoren gehabt, ich habe am Konservatorium eben so mit 13, 14 Jahren habe ich Einzelunterricht bekommen, weil also sie den Begabten haben sie da noch zusätzlich so eine Stunde gegeben. Okay.
Und dann habe ich selber noch, also nicht selber, sondern noch 2 Jahre eben studiert und bin ja auch eine, das ist eine lustige Berufsbezeichnung, eine gewerkschaftlich geprüfte Vortragskünstlerin. Das habe ich gelesen, ja, großartig. Ja, ja, das war, das, aber da musste ich Klassik singen. Also da habe ich Beethoven singen müssen und die Mi aus Land des Lächelns, als Kühe. Ja, war froh, dass ich die Prüfung hinter mich gebracht habe und so, und jetzt meine Musik, jetzt will ich meine Musik machen. Ja, das hat so, liest sich so ein bisschen wie so ein Beamtenjob in der Musikerszene. Ja, ja, ich habe auch sofort ein Engagement mit meinen knapp 18 Jahren, also es war ein bisschen bevor ich 18 wurde, hätte ich gekriegt das zweite Soubrett am Badener Stadttheater. Mhm. Da habe ich dankend abgelehnt. Super. Ja. Rani, jetzt ist so, ich bin so 76 geboren und so. Für mich ist Marianne Ment auch zum Großteil Gitte Schimmeck. So. Das ist so, weil die Glocke war natürlich für mich jetzt noch ein bisschen zu früh. Ist das, ja gut, ich kenne auch den Mozart, der war auch ein bisschen zu früh für mich. Also, aber weißt du, wenn man so nachdenkt, was fällt einem in dem Zusammenhang, das ist bei mir Gitte Schimmeck so gewesen. Ja, natürlich, die Glocke ist alles bekannt und Begriff. Ist das in der Schauspielerei jetzt umgelegt, so ein Ding, was man vielleicht... unter Anführungszeichen schwer wieder losgeworden ist? Es gibt ja viele Schauspieler, die sich dann mit einer Rolle immer wieder konfrontiert. Also ich habe das zum Unterschied von einigen anderen in der Serie, also für die ich sehr dankbar bin, dass ich die spielen durfte, hat man mich vorher schon gekannt als Marianne Ment. Es ist auch so, dass ich jetzt noch auf meine alten Tage eher als Glocken angesprochen werde als Gitte Schimmeck, lustigerweise. Obwohl ich das ja 7 Jahre gespielt habe und das waren ja 64 Folgen. Ja, ich hab's gelesen, ja. Wahnsinn. Ja. Aber trotzdem, also wenn schon Spitzname, dann eher die Glocken als die Gitte Schimmeck. Mhm. Aber natürlich passiert es hier und da. Aber sonst eigentlich war immer die Marianne Ment. Mhm. Ja, weil dieses Phänomen gibt es, ne? Also das haben mir etliche schon am Roten Stuhl auch erzählt, dass da teilweise dann die Leute damit kämpfen, weil man versucht, wieder andere Rollen zu etablieren oder zu kriegen und wird immer dann auch aufgrund des Charakters der Figur irgendwo eingeordnet, wo man vielleicht gar nicht sein möchte. Schubladendenken. Ja. Aber nun ist es so, dass die Gitte Schimmeck eine, glaube ich, sehr sympathische, resolute Person war. Da habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Die musste man lieben. Ja, ja, ja. Und es war auch so, dass der Ernstl Hinterberger, Gott hab ihn selig, dann, als wir einander kennengelernt haben, weil wir haben uns ja am Anfang gar nicht gekannt. Mhm. Der hat das geschrieben für, ich glaube, der wollte ganz wem anderen. Hat überhaupt nicht an mich gedacht. Aber ich bin dann besetzt worden. Und dann, nach 6 Folgen, war es dann ganz klar, da hat er dann mich auch gesehen als Person und als Figur. Und dann werden dann schon ein paar Sachen, so hat er behauptet, sind dann schon auch eingeflossen, was mich auch selber betrifft, als Marianne Ment. Aber generell war er Schauspielerin, die Gitte Schimmeck gespielt hat. Hat er doch quasi gar nicht persönlich gecastet? Also er wusste Nein. Das hat die Produktionsfirma gemacht. Mhm. Der Regisseur der ersten Staffel war der Reinhard Schwabenitzki und eigentlich wollten sie mich als Touretschek, als die Hausfrau. Echt interessant. Als die Hausbesorgerin. Wurde auch gefragt, ob ich meine Haare rot färben lassen würde. Habe ich gesagt, ja, wenn es die Rolle erfordert, warum nicht? Aber der Produzent hat gesagt, Marianne, liest die Gitte Schimmeck, das bist du, nicht die Türecek. Und dann haben, also er, also die Produktionsfirma, hat dann den Schwabenitzki überzeugt, dass ich diese Rolle spielen sollte. Interessant, da mal so ein bisschen was aus dem Hintergrund zu erfahren. Ja. Jetzt ist ja dein großes Thema auch die Förderung von jungen Musikern. Ja. In dem Zusammenhang, also es geht immer um die Jazzförderung. Mhm. Wir sitzen ja auch übrigens in der Marianne Ment Musikwerkstatt, ganz tolles Gebäude, wo sozusagen die Förderung ihr Zentrum gefunden hat. So, das Studio vor allem. Studio, genau. In dem Zusammenhang interessiert mich eines, du betonst immer sehr, dass Jazz als Randgruppe angesehen wird. Ist das wirklich so dramatisch? Naja, nicht Randgruppe, ich sage, Jazz ist kein Minderheitenprogramm. Oder Minderheitenprogramm, Es wird nur immer so kolportiert und es wird so dargestellt. Aber Jazz ist eine super Musik. Jazz beinhaltet Qualität. Jazz ist nicht Gedudel. Also natürlich gibt es auch Gedudel. Hat so den Ruf ein bisschen. Aber es hat den Ruf, dass Jazz ist Free Jazz und das stimmt ja überhaupt nicht.
Joe Zawinul hat zu mir gesagt, Jazz ist alles, was gut ist, ist Jazz. Mhm. Und das finde ich toll. Also diese Aussage habe ich sofort adaptiert. Mhm. Da spielen wahrscheinlich viele auch die Medien mit. Ne? Also, naja, das ist dass ja das Traurige. Dass das so einen Ruf hat, naja, und so weiter. Ist ja, wenn du dir, es ist ja auch in Deutschland so, es gibt kaum Jazz-Sendungen. Also ich bin manchmal ganz dankbar, wenn ich herumzappe und dann sehe ich endlich an einem Sonntag um 8:45 auf einem Sender dann ein bisschen Jazz. Aber sonst, es gibt die nicht. Und das ist ungerecht, weil die Leute würden es mögen, würden sie es hören. Aber wenn sie es nicht serviert bekommen, ja, wie sollen sie dann entscheiden, ob ihnen das gefällt oder nicht? Und das finde ich, also das ist gerade bei uns ein Stiefkind. Und dagegen kämpfe ich an. Mhm. Äußert sich ja gerade in dieser Quotendiskussion, die es gerade gibt, ne, mit der allein dem Anteil der österreichischen Musik in den Radios. Das ist ja hat jetzt natürlich mit Jazz nichts zu tun. Nein, das ist ja Katastrophe. Es gibt es in keinem Land in ganz Europa, dass die eigenen Leute so also fast diskriminiert werden mit dieser geringsten Prozentanzahl. Überall, sage ich, ob es jetzt die romanischen sind oder die skandinavischen oder die slawischen, alle sind stolz auf ihre eigenen Leute. Nur bei uns ist es nicht so. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und dagegen kämpfe ich an, alles gerne. Marianne Mendes. Ich hoffe, ein bisschen was kann ich bewirken, ja, aber nicht viel, klarerweise. Also du kämpfst wahrscheinlich auch mit deinem Festival und mit der Förderung gegen Windmühlen teilweise. Ja, natürlich. Also die Förderung, das ist so quasi, ja, lass mal's machen, ne, damit das auch abgedeckt ist. Nicht? Das ist ein Kulturauftrag. Ich bin sehr dankbar, dass das gefördert wird, ne, um Gottes Willen. Also nicht mich misszuverstehen. Ja. Aber es gehört natürlich viel mehr, viel mehr. Also viel mehr Plattformen für die Jungen, dass man spielen kann. Es gibt ja, natürlich gibt es Lokale, wo es Live-Musik ist, aber auch zu wenig. Na klar, weil weil da keine Leute kommen, das ist ja dann auch blöd. Ne? Ja, das ist ein Teufelskreis. Es geht eins ins andere, ne? Natürlich. Also so, und dabei gibt es so viele Junge. Und ich sage dir, wenn wir die Auditions machen, ganz Österreich, und die kommen dann von den Hochschulen, von den Konservatorien oder Autodidakt, und die sind alle so gut. Sie sind wirklich gut. Mhm. Und sie wollen das. Also das, und sie werden immer mehr. Mhm. Und sie werden immer besser. Gut, das spricht sie natürlich dann auch herum, und dann kommen die Leute natürlich immer mehr zu dir. Ja, und die sind dankbar, nicht, dass sie da eine Möglichkeit haben, dass sie mit den Profimusikern spielen können, dass sie sich ausprobieren können, dass sie wissen, wo ihr Niveau ist, viele, es ist ja heuer das 10. Jahr gewesen. Ja, auch ein Jubiläum. Oder? Ja, genau. Und da sind viele schon Profis geworden, und da bin ich sehr froh drüber. Ich meine, ich habe ja nur ein Partikel gemacht, sie müssen es ja selber schaffen, klarerweise. Ja, ja. Aber so ein bisschen die Räuberleiter habe ich ihnen, also den erste Stufe vielleicht. Versucht, ja. Und das ist der schwierigste Schritt eigentlich meistens. Ja, ich glaube auch. Und dann haben sie eben die Möglichkeit, und ich sage, in meiner Big Band spielen, glaube ich, 5, die einmal vorgespielt haben. Echt super, ja. Super. Ja, das sind super. Jetzt Profis. Cool. Man hört auch ein bisschen raus, dass das früher offensichtlich schon besser war, ne? Die Situation. Ne? Ich da weiß nicht. Spezialsendungen auch. Ja, also in den 70er Jahren, also da war es toll. Also wie ich begonnen habe, so mit Glocken und also die ersten, gerade in den 70er Jahren, glaube ich, habe ich 5 oder 6 LPs, also Alben, aufgenommen. Und die wurden gespielt. Da haben die gefragt, ja, wann kommt denn die nächste? Wir warten schon darauf. Mhm. Und das war ja nicht nur ich, sondern es waren alle anderen auch im österreichischen Sektor, ob es eben der Tanzer war, der viel für mich geschrieben hat und dann selber seine Sachen gesungen hat, oder der Heller oder der Werner Schneider oder ich weiß nicht wer, nun natürlich Bronner und Konsorten, nicht? Aber die dann selber auch Erfolg hatten, wie ein Wolferl Ambros, also die sind gespielt worden. Ohne nachzudenken, ja, das war Selbstverständlichkeit. Also, entschuldige, das Wort geschissene Formatradio gegeben, vor allem wo Redakteure bestimmen, was gut ist und was nicht gut ist. Also frisch Gefangte, die dann sagen, also das ist es nicht oder das ist nicht würdig oder was weiß ich. Es ist so missachtend.
Und das gibt es wirklich nur bei uns. Ja, fast so, wie wenn man so eine Volksmeinung vorgibt, ne, was gut und schlecht ist. Und sagt, dann das Blöde ist, also daran denken die nicht, also sage ich jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, dass Art1 sie von den Öffentlich-Rechtlichen bezahlt werden und dass die ganzen Tantiemen ins Ausland gehen. Mhm. Entschuldigung, das kann es nicht sein. Also das finde ich ja noch die Chuzpe an dem Ganzen. Ne? Und die bestimmen, was gut ist und was schlecht ist. Ja, also das ist traurigst. Da möchte ich immer symbolisch irgendeine Bomben hinein sprengen und sage, bitte, das darf es ja nicht sein. Ja, der Uli Bär auch am Roten Stuhl hat auch, also auch ähnlich fast noch angefressen. Also der war richtig. Ja, auch, das verstehe ich ja. Die sind alle angefressen. Das ist auch natürlich einer von denen, die gespielt wurden. Ne? In der Richtung oder ob es eben die Jatzer sind. Also, ich meine, es hat auch Jazz-Sendungen gegeben. Ein Walter Richard Langer ja, natürlich. Oder ein Günther Schiff. Dann ist heute von 10 bis 11 war das und von 11 bis 12 war das. Und jetzt ist es so, dass es. Also ich darf einmal, ich darf mich rühmen, dass ich einmal im Monat auf Radio Niederösterreich eine Jazz-Sendung habe, auf einem Regionalsender, musst du dir vorstellen. Mhm. Also das finde ich ganz toll, weil das ist ja nicht so ganz seine Aufgabe. Aber ich weiß, Ö1, ja, natürlich spielen sie Jazz um 24 Uhr, ich sage immer, oder um 27.96 Uhr, damit nur ja keiner zuhört. Mhm. So kommt mir das oft vor. Ne? Und das ihnen auch nicht näher bringt, den Leuten. Ja, wie sollten die dann wissen, ob es ihnen gefällt oder nicht? Das heißt, bei deiner Jazz-Sendung zum Beispiel darfst du auch selber bestimmen, was da dann gespielt wird? Und die so stelle ich zusammen. Ja, ja, natürlich. Das ist ja auch ein Privileg. Heißt Jazzman live? Na, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ja, klar. Wenn dann die Musik anfällt. Eine Sendung machen, wozu? Nein, das heißt Jazzman live und da sind hauptsächlich eben Aufnahmen da. Schaut, wie zum Beispiel. Ja, sehr schön, genau. Ja, das ist die jetzt vom letzten Festival, das heißt live in St. Pölten. Wenn man das sieht. Ja, das ist so wie eine Dokumentation. Da sind von 4 Tagen, eben der ORF Niederösterreich schneidet mit und dann kommt eine CD raus von 4 Tagen mit Big Band und die Youngsters und das Sextett. Und, ja, also das heißt, das gibt es traditionell auch von jedem Festival? Von jedem, dann, Von jedem, das müssten dann jetzt 10 an der Zahl sein. Nein, 9, weil wir haben das also jetzt von 13, kommt erst. Das andere kommt ja erst. Stimmt, ja. Stimmt. Aber das super. Ist immer ganz schön. Ja, und das ist, wenn es dich interessiert, meine neue. Die neue, super. Die gibt es nämlich ab jetzt erst. Und ich wollte immer eine Jazz-CD machen. Und jetzt ist es mir gelungen. Schön, meine Supermusiker. Cool. Heißt More and More Jazz. Das heißt, das ist die erste Jazz-Platte, die du aufnimmst? Im Studio, ja. Mhm. Also wir haben es zwar live hier eingespielt, aber es ist eine, man kann zwar da auch nichts ausbessern, wenn man was live einspielt, das brauche ich dir nicht erzählen als Musiker, aber ein bisschen was, wenn es so intonationsmäßig irgendwie nicht, dann kann man ein bisschen was korrigieren. Heutzutage ist das kein Problem. Ja, super. Aber es ist super, freut mich. Ja. Das heißt, mir ist gerade noch eines in den Sinn gekommen, der Unterschied von heute zu damals ist ja, dass über Musik auch Information vermittelt wurde. Ja. Da wurde gesagt, wer ist es und wann wurde es aufgenommen. Das ist ja auch so ein Ding, was ja völlig verloren gegangen ist. Man weiß nicht, wer hat es gesungen, wer ist das überhaupt. Da kann sogar sein, dass hier und da mal ein österreichischer Interpret hineingeschlüpft ist in das Formatradio. Ja, aber den kennst du nicht, weil du nicht weißt, wer das ist. Also das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass die sagen, ja, wir spielen eh. Sag ich, na, ich weiß nichts. Also dann habt ihr es nicht richtig präsentiert. Mhm. Aber es ist ganz selten der Fall. Ich glaube 4%, ne, sind österreichische Anteil. Ich habe so den 3 im Kopf gehabt. Aber oder 3, nein, es ist kann mich nicht festnageln, ne? Aber irgend so eine unglaubliche Zahl einfach. Ne? Und da müsste es ein Gesetz geben. Weil, wie gesagt, öffentlich-rechtliche Gelder, es ist ja kein Privatinstitut. Die können machen, was sie wollen. Ja. Aber da muss es ein Gesetz geben. Ja. Ihr habt gefälligst, 40% österreichische Interpreten zu spielen und dann ist ja noch immer Platz genug für Frank Sinatra oder Amy Winehouse oder wem es auch immer gibt. Traurig Milo. Genug, dass man über sowas überhaupt diskutieren muss. Ja, eben, muss das finde ich auch. Ich meine, das ist ja kein Schmarrn, was die Jungen machen. Im Gegenteil, also wenn du jetzt, was mein Genre betrifft, wenn du die anhörst, dann denkst du, hallo, das gibt es ja gar nicht. Dann alles Österreicher. Das ist traurig. Ein Thema, das mich noch interessiert, Song Contest. Ja. Welches Jahr? 71 genau. In Dublin. Genau. War ich mit dem Titel Musik. Genau. Sehr aufregend. Wir waren so armutschig, so
war nur der Roberto Bratko, der dirigiert hat. Dann war der Komponist mit, also und Texter und ich. Mhm. Wir waren dort zu viert. Mhm. Und da sind die anderen schon gekommen mit dem eigenen Fernsehteam und alles. Aber wir sind ein bisschen untergegangen. Dann hatte ich Start Nummer 1. War damals auch nicht so wirklich günstig, weil es hat ja keinen Schnelldurchlauf gegeben oder dass du das nochmal anschauen kannst. Ich glaube, dass das Lied ganz gut war. Also zwecks ein Merkeffekt, dass man am Anfang überhaupt noch wusste. Wer war das? Genau, ne? Ja. Okay. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Ich glaube, ich habe es ganz gut gesungen. Es war ein gutes Lied. Wir waren auch ein bisschen favorisiert unter den Musikern. Ja, und das war's. Gab es da auch schon vorher so Prognosen sozusagen? Ja, dadurch, dass wir eine Woche vorher da waren. Ja. Nein, die Musiker sind drauf gestanden. Das war ja live, das war ein Riesenorchester. Im Gegensatz zu heute. Ne? Ja, genau. Und die haben, die sind drauf gestanden auf dieses Lied. Ja, ja, es war, das ist so lange her. Ja. Natürlich war es enttäuschend, wenn du 16. bin ich war. Ne? Und es waren ja nur 18. Also nicht so wie jetzt, wo schon Ausdingsverfahren ist und dass die gar nicht mehr beim Finale dabei sein dürfen. Ja, das hat sich ja komplett verändert. Ja, dadurch, es hat eine Intervision gegeben, da war ich auch. Mhm. Das waren alles die östlichen Länder, mhm. Also der ganze Ostblock, hatte, so wie Eurovision, war die Intervision. Okay. Mhm. Da habe ich damals den dritten Platz gemacht, also so ist es nicht. Und da waren die Russen und die damals Jugoslawien, Sowjetunion damals und Polen und also bis alles Rumänien und ein paar westliche, die halt neutral waren, also so, die haben sie eingeladen, da war ich eben dabei. Und da habe ich in Krakau war das mit den dritten Platz gemacht. Mhm. Von vielen, da waren viele. Hat das damals auch schon so ein bisschen seine politische Färbung gehabt, dass da die einen Länder, die sie sympathischer finden? Ich glaube schon, weil es war so, Österreich war ja vorher 2 Jahre nicht dabei, weil sie gesagt haben, sie wollen endlich eine Fachjury haben, die bestimmt, was gut ist und was nicht. Und das geht nicht, weil ich weiß nicht, ich glaube, das war 68 war Österreich. Also 69, 70, glaube ich, waren sie nicht dabei. Und 71 wurde damals eben zugesagt, ja, jetzt ist es so, dass in den Ländern, wo sie telefoniert haben, oder TET oder wie auch immer das geheißen hat, da sitzen nur Fachleute. Also ich weiß, Quintessenz war bei 71 war in Spanien ein Pfarrer, eine Hausfrau, ein Musiklehrer, glaube ich. Wirklich? Und eine Sekretärin. Und die haben darüber entschieden, ob das gut oder schlecht ist. Genau dasselbe, wie es davor war. Genau. Der Pfarrer. Ja. Und da hast du ja nicht so Umfragen machen können. Also, ja. Lustig. Aber es ist eine schöne Erfahrung. Die Bedeutung vom Song Contest hat sich ja schon eigentlich ordentlich verändert. Ich glaube, früher ging es ja mehr um Musik. Heute geht es ja, teilweise weiß man ja schon gar nicht mehr, um was es so richtig geht. Das weiß ich auch nicht. Aber es ist, ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Also das ist, es würde jedem, wenn er das Angebot kriegt, würde ich empfehlen, dass er dorthin fährt. Also das ist so eben wie der Tom, also die Conchita. Und die hat es natürlich auch sensationell präsentiert und noch dazu die Botschaft gehabt. Also das ist ganz toll gewesen. Aber man darf sich nichts erwarten. Du darfst nicht glauben, du machst nachher die Riesenkarriere. Also das, du musst dein Handwerk nach wie vor weiterlernen und studieren oder wie auch immer. Also Handwerk meine ich Musik jetzt. Ja. Und nicht glauben, das war es jetzt. Also lediglich als Plattform zu betrachten, um ich würde vielleicht sagen, ein bisschen mehr Leute zu erreichen. Und wann hast du schon eine Chance, vor so vielen Menschen zu singen? Aber was willst du da in 3 Minuten wirklich zeigen können? Nicht? Also das kannst du gar nicht einpacken. Das wäre auch nicht der Sinn eines Entertainers. Also entweder man kann die ganze Palette zeigen, aber nicht in 3 Minuten. Vielleicht auch noch mit einem nicht so ganz passenden Lied für den allgemeinen Geschmack und so. Also es ist eine Herausforderung, aber man darf sich nichts erwarten. Ja, ich frage bewusst, weil es hat ja auch schon Karrieren gegeben. Welter Hund? Sie sitzt da vor der Tür, sieht mich und denkt sich, was ist hier los? Der Hund durfte nicht mit rein, müssen wir den Zuschauern dazu sagen. Das klappert immer so, weißt du, wenn sie da so am Holzboden geht. Okay, und richtig. Jetzt sitzt sie dort und schaut. Vielleicht können wir sie nachher noch einblenden, kurz im Bild, kurz abfilmen. Was ich sagen wollte, es gab ja auch schon Karrieren,
denen der Song Contest nicht unbedingt gut getan hat. Ne? Weil es gibt ja dann oft dieses Phänomen, haben wir schon Kollegen erzählt, die gesagt haben, hätten wir uns eigentlich sparen können. Wenn du dann natürlich scheiterst, unter Anführungszeichen scheitern wieder immer an, von jedem anders interpretiert. Wie gesagt, das... Naja, es ist, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich die Glocken vorher, wäre das nicht, also die Glocken schon ein Hit gewesen. Mhm. Und auch in Deutschland. Also ich bin ja da schon, das hat ja 70 begonnen und so, und das war im April 71, der Song Contest. Und das war ja ein Titel, der zwar im Dialekt war, und der hat geheißen Musik, also nicht die Glocken. Manche glauben es nämlich. Ja. Österreich war schon ein bisschen, hätte mich, glaube ich, schon ein bisschen fallen lassen, wie ein Erdäpfel, wie ihn heißen. Aber ich habe schon in Deutschland meine Erfolge gehabt. Und nachdem alle großen TV-Shows in Deutschland produziert wurden, also ob mir jetzt Österreich sagt, ja, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben oder nicht, also das ist jetzt eine Unterstellung, aber ein bisschen was stimmt schon. Wäre mir wurscht gewesen, weil ich habe in Deutschland meine Karriere schon gemacht. Mhm. Ich habe mir nämlich schon öfters doch zum Beispiel so im Kopf gesponnen, was wäre passiert zum Beispiel, wenn Conchita Wurst nichts gerissen hätte, wie man so schön wienerisch sagt. So habe ich mir schon oft überlegt. Das weiß man nicht, ne? Also weil das kann ja theoretisch auch in die Hose gehen, sage ich jetzt. Ja, das wäre, es war eigentlich klar, dass sie entweder ganz vorne ist oder ganz hinten ist, ne? Also, dass man das nicht erkennt, wie, ja, das, die Frage stellt sich nicht, sie hat gewonnen. Stellt sich nicht, ne? Aber es ist eine interessante Überlegung. Aber hast du das Gefühl, dass jetzt sehr viel gemacht wird für sie? Ja gut, man kann da immer so schwer reinschauen, ne? Also, man hat so das Gefühl, es geht weniger um das Musikalische als um die Botschaft. Ja, ne? Die finde ich ja großartig. Ja, das ist also, dass toll. Und dass das auch rübergekommen ist, fast in ganz Europa. Toll, ne? Ja. Also das finde ich toll. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt lese, wir machen mit Conchita Wurst eine Riesenshow. Wir haben das, ich meine, und das ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Mhm. Aber vielleicht ist was im Brodeln, ich habe keine Ahnung. Oder sie will es nicht, das weiß ich nicht. Ja, die Welt ist noch immer zweigeteilt, das muss ich schon sagen, weil wir hatten die Conchita ja auch auf dem roten Stuhl. Mhm. Und wenn man sich da teilweise die Kommentare unter diesem Video ansieht, also da wird einem schon ganz anders teilweise. Also es ist nicht so, dass das ist 50-50. Ja, die Vorurteile meinst du jetzt. Ja, na gut, das ist traurig, aber da muss man immer dagegen ankämpfen und darf es nicht aufgeben. Also das, und da steht total hinter der Conchita, ja. Tom. Ja, Tom, genau. Marianne, ja. 50 Jahre sind vergangen auf der Bühne. Ja. Wie lange möchtest du noch? Gibt es für dich so einen Punkt, wo du sagst, irgendwann, der schon vorgegeben ist, oder einfach ist immer der Spaß im Vordergrund? Das ist ja mein Leben. Ja. Was kannst soll gar da, nicht anders. Wie soll ich? Was soll ich da jetzt? Kann ich nicht sagen, so jetzt ist es aus. Nein, ein bisschen Unfall. Es gibt ja so Leute, die dann auch konkret zu einem Punkt anvisieren, wo sie sagen, okay, und dann ist es vorbei. Nein, ich glaube, dass ich das, also erstens mal habe ich Gott sei Dank, geht es noch mit der Stimme und ich hoffe, dass die mich nicht verlässt. Zweitens, gerade im Jazz, und ich will mich also fast nur mehr auf Jazz spezialisieren, und das ist so unerschöpflich, da musst du so viel lernen. Das ist so, also da lernst du eigentlich nie aus. Mhm. Und mein Spruch ist immer, alt und schier, wäre ich von allein, jetzt kann ich nur mehr gut werden. Also das ist mir ganz wichtig, und mich für das ganze Projekt einzusetzen, dass das also zumindest da ein bisschen Wellen schlägt. Und wenn jeder was machen würde, dann würde sie auch mehr Popularität kriegen. Mhm. Aber als Künstlerin, ja, und ich kann ja komische Alte spielen, also... Das Alter hätte ich schon jetzt und komisch bin ich eigentlich auch. Nein, also ich möchte, ich will nicht aufhören. Okay. Gibt es schauspielerisch eigentlich ein größeres Projekt? Momentan nicht. Momentan nicht. Ich habe ein Theater-Dings-Angebot habe ich abgelehnt, weil ich momentan nicht kann. Aber ich spiele natürlich auch gern Theater oder hätte auch gern wieder eine schöne Fernsehrolle, also so ist es nicht. Aber Musik ist trotzdem immer an erster Stelle. Okay, also liegt es jetzt nicht unbedingt nur an dir, dass im Moment nicht. Filmmäßig zum Beispiel gar nichts? Nein, ist momentan gar nichts. Wundert mich ein bisschen,
man muss ja auch komische Alte besetzen können. Ne? Nein, das letzte war eben da, ich weiß nicht, ob es das weißt, also das hat geheißen, seine Mutter und ich, wo ist eine besonders böse Schwiegermutter gespielt. Habe ich in der Filmografie gelesen. Ja, ja, ja. Ja. Also sowas hat mir sehr viel Spaß, aber so Kontrakteur war er zu mir, also weg von der Gittichin weg oder weg von einem Sympathieträger, sondern so richtige Zetzen, so eine grausliche. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ja, ist das so? Ja, natürlich, es ist eine Herausforderung, das ist doch wunderbar. Aber na, schauen wir, irgendwas wird sich schon ergeben. Ja, super. Vielleicht können wir jetzt durch diesen Aufruf, was ermöglichen. Ja, bitte, verhilf mir endlich zu meiner Karriere. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Ich hoffe, es klappt. Jetzt ist es soweit. Ich will mich selbst nicht überschätzen. Genau. Aber ich hoffe, es klappt. Ich drücke und dir die Daumen. Ich danke dir. Marianne, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Es war echt ein tolles Gespräch. Dankeschön. Sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für die Zukunft. Und okay. Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder. Los, den Bus. Vielen Dank. Das freut mich sehr, ja, das ist schon erstmalig, das hat es noch nie gegeben auf dem roten Stuhl. Schön. Und an unsere Zuseher noch abschließend den Hinweis, das machen wir immer, YouTube-Kanal abonnieren. Wir bringen regelmäßig ganz, ganz tolle Gäste wie die Marianne Ment heute und interviewen sie auf dem roten Stuhl und plaudern über deren Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, macht's gut. Marianne, danke schön. Danke. Tschüss.